Hallo, ich bin Rainer Gerlach. Ich bin Schauspieler, Regisseur, als Schauspieler auch im Synchron. Und ich bin nicht für irgendeinen Schauspieler eine Feststimme. Was mir die Chance gibt, viele verschiedene Rollen zu spielen und nicht eingeengt zu sein. Wie bist du zum Synchron gekommen? Das war fast zwangsläufig. Meine Eltern sind Schauspieler gewesen. Meine Mutter durfte nicht mehr auf der Bühne arbeiten, aus gesundheitlichen Gründen, und war in Synchron in Johannisthal bei der DEFA Regieassistentin. Und natürlich wurden auch immer Kinder gesucht und ich wurde also damit eingeladen. Und dann fing es eigentlich an. Also das war, als ich 5 war. Gab es Synchronkollegen, von denen du besonders viel lernen konntest? Ja, viele. Also es war ja so, dass die ganze Schauspielgilde vom Deutschen Theater, vom Berliner Ensemble, die waren alle im Synchron, wenn sie nicht Probe oder Vorstellung hatten. Und da konnte man wahnsinnig viel lernen. Vor allen Dingen, man war ja auch immer genötigt, mit ihnen zusammen vorm Rohr zu stehen. Und da hatte man schon ganz schön Hemmungen manchmal, wenn dann so eine Koryphäe wie Norbert Christian, sage ich mal, ein ganz Bekannter damals, neben einem stand und man hat es verkackt, dann war das eben sehr dumm. Also ich habe damals schon mal den Trick gemacht, ich habe immer versucht, schon ziemlich zeitig reinzugehen, mich mit reinzusetzen und zu erleben, dass die auch ein paar Mal gepatzt haben. Dann dachte ich, dann ist es nicht so schlimm, wenn es mir auch passiert. Wie unterschied sich die Synchronarbeit in der DDR von der Synchronarbeit in der BRD? Ich kann es natürlich, weil es sich auch auf beiden Seiten verändert hat im Laufe der Zeit, kann ich es nicht so sehr beurteilen. Der Unterschied war sicher, dass es noch mehr im Westen auf Feststimme ausgelegt war, was teilweise im Osten gar nicht möglich war, weil da wurde halt unbesetzt, wenn man den zu der Zeit gerade nicht kriegte. Also das war, glaube ich, ein gravierender Unterschied. Wie die Arbeitsbedingungen im Einzelnen waren, kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, als ich dann 84 vom Osten in den Westen kam, da war es dann schon anders. Also da war es schon, ja, wie soll ich sagen, es war mehr auf Produktionsfluss ausgerichtet, nicht so wie heute. Das muss man auch sagen. Und ja, DEFA Synchron war schon ein bisschen eine Insel und man hat sich wahnsinnig viel Zeit gelassen, um was zu machen. Aber man hatte ja auch die Texte zu Hause. Man hat sie nicht gelernt, aber angelernt, dass man wusste, worum es ging. Und dann war es eine ganze Seite. War es künstlerischer in der DDR? Anders. Ich glaube nicht, dass das künstlerischer war. Aber es waren eben bei den Regisseuren auch viele, die vom Theater kamen und haben die Arbeit genauso gemacht wie am Theater. Also es wurde auch mehr erst mal probiert, bis es dann aufgenommen wurde. Wie wurdest du die deutsche Stimme von Peter McNeil? Ich wurde besetzt und es freut mich auch, dass ich ihn öfter spreche, weil der gefällt mir sehr gut, weil der auch so eine starke Persönlichkeit ist, die in sich ruht. Aber eigentlich dafür gab es, glaube ich, nicht mal ein Casting. In Goodwitch sprichst du Peter McNeil als George O'Hanrahan. Erzähl mal von der Synchronarbeit zur Serie. The Goodwitch ist eine Serie, die nach den Filmen, die ja ganz schön waren mit dieser ehemaligen Hexe, die dann ausgewalzt wurde in diverse Staffeln, wo so bedeutende Sachen passieren. Ich musste mich drum kümmern, ein Vogelhäuschen zu reparieren. Oder, ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch mal von der Leiter gefallen oder so. Aber es war dann immer ungeheuer spannend, weil es passierte nichts. Was macht Peter McNeils Spiel aus? Die Schlichtheit. Also es ist eine ungeheure Glaubwürdigkeit, dass der nicht grimassiert, dass der keine großen Gesten macht. Der ist einfach. Und dadurch ist er ungeheuer überzeugend, finde ich. Hast du eine Lieblingsrolle mit Peter McNeil? Nee, ich fand dann schon in Goodwitch, der ist auch für ihn, finde ich, sehr authentisch. Du hast in La Grande Bellezza die große Schönheit Carlo Bucci Rosso als Lello Cava synchronisiert. Erzähl mal von der Rolle.
Die Rolle war schön, weil es ist ja, man ist ja immer froh, wenn man wirklich was spielen kann. Und der war ja nur aufgeregt und hetzte durch die Gegend und wollte eigentlich nur ficken. Ja, und das ist natürlich, das macht so eine Laune, das dann zu spielen. Das ist ja überhaupt, ich finde ja, das Schöne am Synchron ist ja, dass wir keine Sprecher sind. Wir sind Schauspieler. Deswegen stört mich auch immer, wenn irgendwo von Synchronsprecher gesprochen wird. Das geht gar nicht. Sprecher kann ich für Nachrichten sein, aber nicht im Synchron. Und das ist das Schöne, dass man so unterschiedliche Sachen machen kann. Das hätte ich auf der Bühne alles nie spielen können, was ich hier sprechspielen darf. Schaust du selbst gerne italienische Filme? Auch, ja. Also ich querbeet, und ich hatte eine schöne Rolle in einem ganz berühmten italienischen Film. Da war ich, glaube ich, 18 oder so, mit Anna Magnani, Mama Roma. Ein Pasolini-Film, und da habe ich den Sohn von ihr gesprochen. Und das war eine ganz tolle Rolle und ganz aufwendig damals auch gemacht. Also der stirbt dann angeschnallt in der Klinik auf einem Bett, und ich lag auch. Und der Mikroassistent, den es ja da immer gab, der hielt also das Mikro über mich, und ich guckte auf die Leinwand und verschied dann. Das war toll. Inwieweit unterscheidet sich die Synchronisation italienischer und englischsprachiger Schauspieler? Jeder hat seine Eigenheiten. Es ist eigentlich immer eine Frage, wenn der Schauspieler gut ist, dann ist es mir wurscht. Aber manchmal erlebt man es eben bei amerikanischen Schauspielern, dass sie halt auch, weil das ganze Umfeld so ist, etwas glatter sind. Da hat man weniger Anreiz zum Spielen. Also natürlich nicht bei allen, nicht bei den Großen, aber so gerade viele kleine, mittlere Rollen. Da ist es manchmal schade, da denkt man sich, ja, ein skandinavischer Schauspieler hätte da vielleicht mehr Mensch reingebracht. 2011 hattest du einen Kardinal in Nanni Morettis Habemus Papam, ein Papstbüxt, ausgesprochen. Wie fandest du den Film? Ich fand den ungeheuer spannend, weil der auch sehr konsequent die Sachen erzählt hat. In dem Film ging es darum, dass einer zum Papst gewählt wird und eigentlich dieses Amt gar nicht antreten will und versucht, da rauszukommen. In King's Speech hattest du Sir Derek Jacobi als Erzbischof Cosmo Lang gesprochen. Wie spricht man überhaupt einen Geistlichen? Also man spricht ihn genauso mit dem Mund. Und nein, man, wie bei jedem anderen Charakter versucht man sich rein zu versetzen, versucht den Gestus von ihm zu empfinden. Man steht auch ein bisschen anders in dem Moment, als wenn ich einen aufgeregten, hibbeligen spiele. Und nein, ansonsten ist es genau wieder das Erfassen dieser Figur, in Ruhe erstmal angucken, was macht der, wie spielt er, und das dann versuchen nachzumachen. Du sprichst oft kleine Rollen in großen Filmen. Machen auch die kleinen Rollen Spaß? Das macht oft erst recht Spaß, weil es halt so unterschiedliche Sachen sind. Und meist sind diese Episodenfiguren so markant gezeichnet, dass man da richtig auch loslegen kann, natürlich. Gibt es ein bestimmtes Rollenprofil, auf das du im Synchron oft besetzt wirst? Das ist das Schöne, dass ich eigentlich Gott sei Dank ganz unterschiedlich besetzt werde. Und ich hoffe, das bleibt auch lange so. Natürlich sind es jetzt immer mehr die Älteren. Ich bin schon so oft jetzt gestorben. Also das ist alles toll. Ein ganz unterschiedlicher. Ich war auch jetzt sehr froh, weil das ist, da gibt es ja öfter auch Figuren, die sich dann erst nach und nach entlarven. Also ich hatte jetzt die große Chance, in dem Film Freaks Bruce Dern zu sprechen. Und das ist natürlich, der ist erst wie ein lieber Opa, und dann stellt sich raus, so lieb ist er gar nicht. Das sind Sachen, die reizvoll sind. Welche Synchronrollen lassen dein Herz höher schlagen? Rollen, wo ich komödiantisch sein kann. Also ein Anwalt, der sagt, ich bitte darum, meinen Mandanten freizusprechen. Das ist nicht so besonders spannend. Aber vom Gangsterboss bis zum Unterdrückten, sowas zu spielen dann und vor allen Dingen skurrile Rollen machen natürlich Spaß. In der Trickserie Der gestiefelte Kater, Abenteuer in San Lorenzo, hast du den Zauberer gesprochen. Was gefiel dir an dem Charakter?
Na, da gefiel es mir natürlich, dass das ein ganz schräger Vogel ist. Der ist also nur durchgeknallt, ein Magier, dem nie was gelingt und der immer aufgeregt ist und so. Und das macht natürlich riesigen Spaß. Was reizt dich an der Synchronisation von Trickfilmen? Na, dass man oft noch komödiantischer sein darf als bei anderen. Nicht unbedingt Mangas mag ich nicht so, aber die wirklichen Trickfilme, und jetzt sind sie ja teilweise noch glänzend animiert, das macht dann richtig Spaß. Du bist auch als Synchronregisseur und Dialogbuchautor bekannt. Wie läuft ein Synchronprojekt bei dir ab? Das erste Telefonklingeln ist ein Studio, was anfragt, ob ich Zeit und Lust hätte für ein Projekt. Und dann habe ich Zeit und Lust und dann kriege ich das Material. Dann kriege ich also den Film oder die Serie und kriege eine Rohübersetzung, weil ich bin natürlich in den Sprachen nicht so zu Hause. Selbst die, die ich so ein bisschen von der Schule her kann, würde ich nicht alleine übersetzen. Das ist einfach, bestimmte Idioms weiß man halt nicht. Und dann setze ich mich hin und dann versuche ich also den Inhalt der Rohübersetzung lippensynchron drauf zu sprechen und das schreibe ich dann auf. Und dann geht das zum Theken. Ganz wichtiger Vorgang, dass wirklich gute Cutterinnen und Cutter, die theken das so, dass es dann im Atelier auch unproblematisch läuft. Das ist ein ganz wichtiger Beruf, finde ich. Ja, und dann setze ich mich mit der Aufnahmeleitung, manchmal auch mit der Studioleitung zusammen. Wir besprechen die Besetzung und dann geht man ins Studio und dann nimmt man uns auf. Ist es heute aufgrund der vielen Produktionen schwieriger, bestimmte Sprecher zu bekommen? Ja, es ist teilweise schwieriger geworden, weil natürlich jeder versucht, sich abzusichern, da auch die Sachen vom Material her oft gerade durch Netflix und Amazon sehr kurzfristig kommen, haben also alle diverse Voranmeldungen. Und manchmal sagt ein Aufnahmeleiter, das hat keinen Zweck, das sind so viele Voranmeldungen. Nachher stellt sich raus, das ist alles noch gar nicht relevant gewesen und der Kollege saß zu Hause. Aber da ist man halt auch manchmal vorsichtiger. Was machst du am liebsten? Synchronregie führen, Dialogbücher schreiben oder selbst Rollen sprechen? Also am liebsten stehe ich vorm Mikrofon, weil das ist für einen Schauspieler halt natürlich das. Regie mache ich auch gerne. Aber es ist natürlich auch, ich muss sagen, ich habe 76 angefangen, Regie zu machen im Synchron, nachdem ich vom Theater dann auch kam. Und mich kann nicht mehr so viel so sehr überraschen. Insofern ist mir das andere mit den Rollen, die unterschiedlich sind, lieber. Und Texten ist so eine mühsame Arbeit zu Hause und das versuche ich oft nicht zu machen. Gerade bei Serien, weil man muss sich selbst disziplinieren, immer was auch nicht so einfach ist. Man hockt da in seinem Kämmerlein und dann ist man im Studio und dann merkt man, ach, das hast du doch nicht so gut gemacht und ach. Gab es ein Synchronregieprojekt, das dich ganz besonders herausgefordert hat? Ja, also eins ganz früh, das war ein russischer Kunstfilm Städtchen Anara. Ein Stammeshäuptling ist gestorben und alle sitzen zusammen und das Trinkhorn geht rum. Und wer zuerst das Trinkhorn schnell ausgeleert hat, wird der neue Stammeshäuptling. Das heißt, es redeten permanent Leute übereinander. Da habe ich das Buch auch nicht selber gemacht, aber da war ich als Regisseur noch überfordert, muss ich sagen, weil ich habe sie halt zu gleichwertig genommen und teilweise sind, glaube ich, dadurch markante Sachen nicht so rausgekommen, wie es hätte sein können. Und zwei andere Geschichten kann ich noch sagen. Eine habe ich für Studio Funk in Hamburg gemacht. Das war Rauch, eine zweiteilige Turgenev-Verfilmung. Das ist natürlich so eine Literaturverfilmung, ist halt toll. Und diese Geschichte dänisch-schlesischer Krieg, ja, diese Sache, das war auch Mehrteiler. Für die Serie Van Helsing machst du Synchronregie und sprichst den Fiesling Sam. Erzähl mal von der Arbeit an der Serie. Den Sam hätte ich normalerweise nie sprechen wollen.
Es ging damit los, dass Sam in den ersten Folgen in der Ecke sitzt und taubstumm ist. Und dann haben wir ganz logisch gesagt, also komm, das kann ich selber machen. Dann fing der irgendwann an zu reden, was gar nicht so leicht ist, wenn ein das habe ich dann auch aufgenommen, immer in der Hoffnung, ja, das bleibt bei dem bisschen. Dann habe ich das erste Mal, als ich mit dem anderen Kollegen die Szene aufgenommen habe, das gehört, habe gesagt, geht gar nicht. Dann habe ich meine Frau, die ja Gott sei Dank auch Regie macht, gebeten, sich hinten reinzusetzen und da auf mich aufzupassen, weil das hätte ich alleine gar nicht gepackt. Naja, und dann wurde es immer schlimmer, der wurde ja eine der Hauptrollen. Aber damit war nie zu rechnen und das hatte ich auch nie geplant. 2012 hast du Synchronregie für Tim and Eric's Billion Dollar Movie geführt, in dem Joko, Klaas und Arme Elsholz gesprochen haben. Wie lief die Synchro ab? Die war toll. Als erstmal ist das ein ganz schräger Film, von dem ich auch nicht begreife, dass der nur auf DVD mal gelaufen ist. Der hätte eigentlich zu ProSieben auch schon längst reingehört. Der, wirklich ganz verrückt. Ja, und das war für mich natürlich eine tolle Begegnung mit Joko und Klaas. Weil ich muss gestehen, erst habe ich gedacht, man kann es nicht machen. Das sind im Original Comedians und das nachzuspielen ist eigentlich schon schwer. Also braucht man synchron erfahrene Leute. Und der Verleiher hat aber drauf bestanden. Gut, und dann kamen die beiden und ich muss sagen, also die haben sich reingekniet mit einer Ernsthaftigkeit und auch einer Begabung. Das hat wahnsinnigen Spaß gemacht. Also insofern war das eine schöne Arbeit. Und das waren ja viele Hochkaräter in dem Film, deswegen begreife ich auch nicht, dass er nicht läuft. War das auch der Grund dafür, dass du in den Sendungen von Joko und Klaas schon öfter zu hören warst? Natürlich, das war nur irgendwann Joko war's, nachdem ich ihn aufgenommen hatte, sagte, du, wenn ich dich immer so höre, sprichst du auch? Ich sage, ja, wenn man mich lässt. Und dann habe ich natürlich ewig nichts gehört. Und dann kamen sie plötzlich. Und dann, also immer wenn sich's ergibt, und das mache ich auch sehr gern, weil das ist ja sehr witzige. Und es ist zwar viel Klamauk, aber es ist teilweise auch sehr klug. Deine Frau Beate ist ebenfalls Synchronregisseurin und Sprecherin. Redet ihr privat viel über die Arbeit? Das bleibt nicht aus. Nein, du redest natürlich über die Projekte und fragst auch mal, wie findest du, was hältst du davon, wenn ich den besetze? Oder wie war der Tag mit dem? Oder das ging mit dem gar nicht? Oder ich habe da jemanden entdeckt. Merkt ihr den mal auch? Ja, natürlich. Was reizt dich am Synchronberuf? Die Vielseitigkeit. Das ist einfach das, wie ich schon gesagt habe, Rollen, die man nie auf der Bühne spielen würde, kann man im Synchron machen. Und das ist schon ein großer Reiz. Bist du ein emotionaler Mensch? Also leidest du mit deinen Rollen mit? Du musst schon bis zum gewissen Grade dich reinversetzen. Anders geht's gar nicht. Weil man muss dir ja auch glauben. Also ich kann zum Beispiel nicht einfach den Tonfall von jemandem nachmachen. Das würde man mir nicht glauben. Das wäre dann, sage ich mal, Papageiensynchron. Und das ist Unsinn. Man will das Gefühl haben, dass die Stimme jetzt genau aus dem Gesicht kommt. Und es darf nichts auffallen dabei. Und insofern musst du bis zum gewissen Grade natürlich dich reinsteigern, auch in die Emotion. Aber wenn der Take vorbei ist, dann ist es auch vergessen. Wie hat sich die Synchronarbeit über die Jahre verändert? Ja, sie ist schneller geworden. Durch die X-Reihe auch. Und natürlich muss man sagen, dadurch, dass man heute viel mehr technische Möglichkeiten hat. Also schnell mal einzusteigen, auch mitten im Satz und das nochmal zu machen und so, das wäre ja ganz früher völlig unmöglich gewesen. Da hast du ja die ganze Szene nochmal gemacht. So, und der große Unterschied ist eben, dass du nicht mehr mit einem Partner vorm Rohr stehst, was teilweise sehr schade ist. Klar, es geht schneller und du bist nur für deine Fehler verantwortlich. Es war schon schöner. Also ich habe vor 2-3 Jahren eine französische Komödie gemacht, also Regie gemacht. Und die beiden Hauptdarsteller durfte ich dann auch zusammen bestellen. Und das hat den beiden auch sehr gut getan. Dein Tipp für Nachwuchssprecher? Ich habe es jetzt öfter erlebt, dass jemand kommt und sich erst mal reinsetzt und guckt.
Das finde ich erstmal schon mal wichtig, auch um eine gewisse Angst zu verlieren. Und dann sage ich allen, wenn ihr drin seid, erstmal sagt ruhig, dass ihr anfangt. Das ist keine Schande, das haben alle mal angefangen. Und dann spielt. Denkt nicht dran, zu kurz, zu lang, zu laut, zu leise. Das sagen dir alle anderen. Alle anderen sind ja für den Schauspieler da. Die Cutterin oder der Cutter sind für den Schauspieler da. Der Regisseur ist dafür da. Der Tonmeister ist dafür da. Also erstmal angucken, was ist das für einer, und Lust zu haben, den nachzuspielen. Und das ist sowieso, also wer nicht Spaß am Synchron hat, der sollte es auch lieber lassen. Du bist Vorsitzender der Kurt-Götz-Gesellschaft. Erzähl uns mal von dem Verein. Wir haben uns vor mittlerweile so 6 Jahren gegründet, einfach weil wir an den Meister des Dialogs im Theater erinnern wollten. Wir wollten den zu seinem 125. Geburtstag ein bisschen aus der Versenkung holen. Und das war schon schwer, erstmal überhaupt Orte zu finden, wo wir Lesungen damit machen konnten. Und haben im Zuge der Vorbereitung gesagt, jetzt müssen wir uns mal mit der Kurt-Götz-Gesellschaft in Verbindung setzen. Und haben festgestellt, die gibt es nicht. Und daraufhin haben wir gesagt, na ja gut, dann gründen wir sie halt selber. Es ist schön, sie gegründet zu haben. Und andererseits, Vereinsarbeit hat auch so viel mit Bürokratie zu tun, dass ich nicht weiß, ob ich heute noch mal auf die Idee käme. Was wünschst du dir für die Zukunft der Synchronbranche? Ich wünsche mir eigentlich nur, dass im Grunde harmonische Miteinander, was in den meisten Fällen, wenn das Team halbwegs stimmt, vorhanden ist, dass das erhalten bleibt und nicht durch äußere Umstände, durch Hektik kaputt gemacht wird. Dass man also wirklich den Kontakt untereinander hat und dass der Spaß an der Arbeit bleibt, weil es ist wirklich eine schöne Arbeit. Eine witzige Anekdote zum Schluss. Mein erster Einsatz als Kind, ich kann mich nur noch dunkel dran erinnern, das ist mir öfter erzählt worden. Wir waren 2 oder 3 Kinder mit unterschiedlichen Sätzen. Und jeder machte ganz brav den Satz, den er machen sollte. Und als das Rotlicht kam und die Aufnahme kam, sagte ich den Satz, den der andere hatte, weil der mir viel besser gefiel. Und das weiß ich noch, der hieß: Alte Schnecke, hau bloß ab.